vielleicht dann noch interessant ist, ich weiß nicht, wann ihr jetzt dieses Nicht-Live-Video, wann es gestreamt wird, aber wenn es in den nächsten 2 Wochen noch ist, wir haben hier eine tolle Veranstaltung mit Ralf Kolbe, wo er die Betriebsweise vorstellt. Ja. Und dann war er ja den Podcast, weiß nicht, ob du den schon mal gesehen oder gehört hast, mit dem Boris Bücherer zusammen. Und dann nehmen wir auch nochmal einen Ralf Kolbe so ein bisschen auseinander und werden ihn dann zu seiner Betriebsweise befragen und dann nochmal gezielt in die Themen reingehen. Der Ralf ist ja interessant, der hat ja jetzt einen Test. Ich habe gehört, du bist irgendwie im Holz weit vorne. Also ich bin... Kennst du den Song Holz? Ja, freilich. Ich um mein Holz, genau. Ja, aber ich bin ein Level-Up. Ha? Ich bin ein Zimmerer. Als Zimmerer, okay. Ja. Bei wem sind wir hier? Wir sind hier bei Biokreis. Biokreis, ökologischer Anbauverband aus Bayern. Ja. Und die Bio-Imker, die meisten, die in Bayern aktiv sind, sind beim Biokreis. Ja. Baden-Württemberg natürlich auch. Okay. Und das haben wir organisiert. Wir machen den Verband, das heißt, wir haben ein gutes Netzwerk. Ja. Die ganzen Imker sind da mit dabei. Und mein, was bieten wir an? Also wir haben ein Netzwerk, wir machen sehr viel Online-Seminare. Zum Beispiel haben wir einen Jürgen Binder gehabt Anfang des Jahres. Ja. Der hat ein bisschen was zum Wärmehaushalt erzählt. Dann haben wir 2 Doktorandinnen gehabt, die ein bisschen was über Pestizide in einem Bienenvolk erzählt haben. War auch ganz spannend. Man muss halt ein bisschen aufklären. Ja, genau. Was wird alles eingeflogen in so ein Bienenvolk? Ab wann wird das Ganze problematisch für Bienenvolk? Ja, richtig. Das haben wir da vorgestellt. Und wir haben auch noch eins haben wir gehabt, da war der Apitherapie, da ging es um Apitherapie. Okay. Was kann der Imker machen, wenn er selber zum Beispiel eine Salbe rausbringen will? Wenn er selber einen Lippenbalm will, ist ja immer so das Problem in Deutschland, dass du gleich mit einem Fuß im Gefängnis stehst. Ich hätte gesagt, bis zur Hüfte. Oder bis zur Hüfte, ja, kann natürlich auch sein. Ja. Und wie man das Ganze geschickt löst, das ist halt dann, wird dann quasi bei diesen Online-Seminaren so ein bisschen eruiert. Sprechen wir durch, dann haben wir ein Netzwerk. Biokreis, wie viele Völker haben im Durchschnitt so die Mitglieder? Da habe ich letzte Mal erste Auswertung gemacht. Also 40% unserer Imker haben unter 50 Völker. Okay. Ich bin jetzt da ein bisschen oben angesiedelt quasi. Ich habe 70 Völker, da bin ich bei 16% mit dabei. Und ich sag mal, 10% haben über 100. Okay. Ja, ich habe 4. Du hast 4? Du hast nicht 4, oder? Du hast 4 Bienenhäuser, glaube ich, oder? Selber nee. Gebaut, oder? Nee, wahrscheinlich wirst du mich nicht kennen, oder? Doch, ich habe schon mal hier und da, natürlich, ja, ich kenne jetzt nicht alles von dir, aber ich weiß, dass du Zimmerer bist, ich glaube sogar Zimmerermeister, oder? Ja, genau. Ich habe Architektur- und Bauplanungsbüro, bin Zimmerermeister, bin aktiv immer noch als Zimmerermeister unterwegs, okay. Also das ist mein Hauptberuf immer noch. Bin spezialisiert auf Bauphysik, Altbausanierung, physikalische Abläufe und das aber in biotechnischen Verfahren, das ist jetzt der blöd gesagt, also mit bauphysikalisch-natürlichen Abläufe. Holz. Nein, das hat nichts mit Holz, das hat nichts mit Holz zu tun, sondern mit einer Rechtschreibung bin ich Katastrophe, Mathematik kann ich gut. Ach so, okay. Okay. Ich kann gut rechnen und bin in Physik sehr gut, sagen wir mal so. Und das muss innerhalb, wie ist das mit den 90 Minuten brennen? Gibt es so das sind Brandschutznormen. Ja, so. Das muss ja auch einhalten. Das ist Kindergeburtstag. Okay. Das ist alles Kindergeburtstag. Aber das heißt, wenn ich jetzt einen Imker habe, der im Raum Regensburg ein Bienenhaus bauen will, kann der einmal einen Plan machen und unterschreiben. Ja, aber bauen darfst du das nicht? Nein, ich habe keine Zeit mehr für sowas. Ja, es ist klar, wenn man natürlich hier unterwegs ist. Nee, das ist gar nicht so das Problem, sondern ich mache ja noch ganz andere Sachen. Mhm. Mittlerweile, was sehr viel Zeit bei mir kostet, an Schulungen. Also, okay. Wo ich entweder selbst auf Schulungen bin oder wo ich selbst Schulungen gebe. Okay. Und mittlerweile hat dieses Klimathema, ich dachte immer, mei, das, was ich da weiß, ist Jahrhunderte alt. Gehen die einfach mal durchs Pult durch, ja? Ah ja, ist ja wurscht. Wir verstanden das. Und ich dachte mir, ich bin da gar nicht so weit vorne, das ist ja altes Wissen. Ja. Ja, vor allem diese bauphysikalischen Abläufe, wie manche Sachen aufeinander reagieren. Aber anscheinend ist es doch nicht so selbstverständlich. Mhm. Und
anscheinend ist es sogar eigentlich Katastrophe, das Halbwissen, was da draußen ist. So eine Frage. Wenn wir jetzt hier feuchte Luft im Raum haben, Gasform, und es kondensiert, was entsteht? Wird es warm oder kalt? Gute Frage. Wenn Wasser wo entsteht, wird es warm oder kalt? Ich würde jetzt sagen, warm. Ja, war aber geraten. Es wird warm. Wenn, na, aber ich denke jetzt in einem Bienenvolk, wenn ich die Folie oben drauf tue, da entsteht ja auch Kondenswasser. Genau. Aber das ist ja auch, das ist ja auch warm. Genau. Weil es wieder, es steht ja durch die Wärme. Ja, ja, aber das kann auch sein, dass die Wärme aufgenommen wird durch die Feuchtigkeit. Und was entsteht dann, wenn das wieder verdunstet? Kälte, oder? Ja, dann, ja klar. So, und das sind zum Beispiel bauphysikalische Abläufe, wo manche einfach nicht verstanden haben. Und dann unter Umständen zu viel dämmen und machen das Ganze viel, viel schlimmer. Ich war jetzt in Weimar erst, habe einen Vortrag gehalten. Und wenn du ihn Jürgen ja kennst, dann weißt du, er liebt Wärmedämmung. Er liebt Wärmedämmung. Wie da haben wir einen Fachvortrag gehabt, Anfang des Jahres. Da 95% der Menschen lieben, also die Imker lieben Styropor, drauf damit und Wärmedämmung. Ja, ja. Und wenn ich dir jetzt sage, dass das falsch ist und dass das Wissen seit Jahrhunderten aus Büchern also drinsteht, aber einfach ignoriert wird von der modernen Imkerei, dann finde ich das schon schockierend. Fließt einfach nicht mit ein, oder? Das ist es wird einfach verdrängt. Es wird, und ich weiß nicht, warum. Entweder wird es einfach ignoriert, weil man glaubt, dass man mit dieser Dämmung, weil das halt einfach für die Allgemeinheit ist, wenn ich sage, ich will was warm haben, dann mache ich mehr Dämmung. Aber ein gutes Beispiel, wo ich mittlerweile die Imker, vor allem die älteren Herren, kriege. Wenn du, gehst du campen gern? Nein. Ich bin ein Warmblütler. Ja, Campen hat nichts mit dem zu tun. Aber wenn du jetzt irgendwo so einen Bundeswehrschlafsack, du gehst campen. Ja. So, da zieht man sich eigentlich aus bis auf die Unterhose und die Klamotten sind ganz unten und dann ist schön warm. Ja. Und umso mehr du anziehst, umso kälter wird es. Ah, okay. Das ist genau das Prinzip und das ist das, was die Leute nicht verstehen, dass sie an der falschen Seite gedämmt, machst du es viel schlimmer. Das heißt, du kommst jetzt mit einer eigenen Beute. Raus, oder wir, oder? Nein, ich bin jemand, der nichts Neues erfinden will, um noch ein neues Maß zu haben. Sondern nein, ich habe, Ding ist schon gerade vorne, ich habe ein System entwickelt, wie man mit ganz einfachen Mitteln das Klima in weit über 95% der Beuten so anpassen kann, dass die Völker sich einmal wirklich besser fühlen. Und das sieht man sogar an Zahlen. Weniger Verbrauch, mehr Ertrag, im Sommer länger, also wenn es heiß ist, der Hitzeschutz ist gegeben. Also man hat einfach ein erhöhtes Tierwohl. Ja, super. Also massiv. Also bei mir war das ja nie erst im Mittelpunkt des Tierwohls, sondern es ging eigentlich nur ums Material. Und das Tierwohl, das Verständnis kam erst später. Okay. Und dann habe ich das Tierwohl so angepasst, dass ich will das Beste, dass meine Ladies die Männer Palast haben. Und das haben sie mir dann gedankt, indem dass ich natürlich massig habe, Überschuss. Okay. Und das ist das, was ich mache. Sehr schön. Ja. Auch nicht schlecht. Ja? Ich schicke dir danach mal einen Link. Schickst mir mal einen Link, dann kann ich mir da einlesen, dann schaue ich mir das so. Ja. Und ansonsten. Wie willst du mich jetzt dazu überzeugen, dass ich zu Bio gehe? Wie will ich dich dazu überzeugen? Ja, aber was du bist ja schon so nah an Bio dran. Das ist ja genau der Punkt. Du hast Holzbeuten. Ja. Du verwendest höchstwahrscheinlich kein Amitras, du nimmst kein Bayvarol. Nein. Und du bist, mehr. Und du bist der Bayer. Ja, das ist eher das. Und in Bayern werden gerade so massiv Umstellprämien gezahlt, ja, dass im Übrigen auch der Biokreis mit erzeugt hat oder bewirkt hat, dass, ja, dass da ein bisschen der Geldhahn aufgemacht wird. Von daher ist natürlich interessant. Ja? Und die Ideologie spielt natürlich auch noch mit rein. Es ist ja so, dass die Bio-Bewegung damals in den 60er Jahren entstanden ist, weil man gesagt hat, warum soll der Landwirt einen Dünger kaufen, wenn er den Mist hat? Warum soll er den Lagerkauz kaufen? Ja. Warum soll der Landwirt ein Saatgut kaufen, wenn er das Saatgut hat? Ja. Also es ist so, als Opposition zu sehen zu Monsanto, zu Bayer, zu BASF, die ja eigentlich die Landwirtschaft so ein bisschen in die Abhängigkeit bringen wollen. Und das war eigentlich die Grundsätze der Bio-Bewegung.
Ich bin zum Beispiel auch in München, ich hätte es jetzt nicht nötig, irgendwie, dass ich das Logo oben drauf brauche, ja? Dass ich da irgendwie mein Honig unterm Mann kriege oder unter die Frau. Aber ich finde, aber jetzt interessant dann. Also, das wäre, also wenn du Lust hättest, dann könnten wir mal einen Livestream machen. Ein Livestream? Ja, das hat man schon geplant und so. Das ist jetzt ist ein Video. Ist ja kein Livestream. Nein. Sind wir da nicht live raus? Nein. Okay. Wir sind ja nicht bei Google Street View für Imker. Ah, okay. Nein. Kann man sich ja auf alle Fälle mal überlegen, ja. Ja, das wäre vielleicht mal was. An einem Sonntag mache ich mal Livestream bei mir, Imker-Stammtisch. Achso, und dann klinkt man sich ein. Genau. Ja. Ja, du brauchst machen. Nirgends hinfahren. Ja. Mache ich von daheim aus. Ja. Hab meinen Tee. Genau, so richtig. Meinen Tee schlürfen. Ja. Ich glaube, das wäre vielleicht mal ein interessantes Thema, weil der Ansatz, was du hast, ist ganz gut. Weil die meisten wollen mich überzeugen, dass sie sagen, ich kann meinen Honig teurer verkaufen, weil ich ein Bio-Pickerl drauf tue. Und das habe aber ich nicht das Problem. Ja, das, ich habe das bei Problem. Bei mir ist halt mehr so ein Pickerl mehr. Ja, ja. Und die Leute ist egal, was da drauf ist, weil die kaufen bei mir mittlerweile, weil sie bei mir kaufen. Mhm, weil sagen, genau. Ja, jo. Ich finde auch, dass das machen wir ja im Bio-Kreis oder im Verband, dass die Betriebe im Vordergrund stehen. Die Betriebe haben Geschichten zu erzählen. Verstehst du, was ich meine? Ja. Und nicht der Verband. Ja. Deswegen sind bei uns auch eher die Geschichten der Betriebe im Vordergrund. Weil mir geht es ja bei mir um Transparenz. Bei mir kann jederzeit die Imkerei jeder anschauen im Prinzip. Ja. Kann die Bienenstände. Bei mir kann man sogar, das geht so weit, wenn sich einer anmeldet und ich weiß, der arbeitet bienenfreundlich, also nichts quetschen oder so. Ja. Einmal mit Material, dann darf er auch zu mir, wenn ich nicht dabei umlaufen zum Beispiel. Habe ich überhaupt kein Problem damit. Weil ja, super. Ich will, dass halt der Zusammenhalt ein bisschen wächst. Und ich will transparent sein. Ja. Und das funktioniert ganz gut. Und das schätzen auch ganz viele Kunden. Ja, viele Kindergärten bei mir, Schulen. Also, das mache ich ja auch viele Führungen und ja, solche Geschichten. Das macht also, Spaß. Ja, auf alle Fälle. Also dieses Jahr haben wir 1000 Kinder gehabt. Ja? In München ist es natürlich. Ja? Aber es ist ja so, dass die Verbände sich ja auch untereinander unterscheiden. Bioland ist ein bisschen anders, Biokreis. Und das können wir dann in deinem Livestream ja, machen. Genau. Das können wir gerne machen. Ja? Aber was vielleicht dann noch interessant ist, ich weiß nicht, wann ihr jetzt dieses Nicht-Live-Video, wann es gestreamt wird. Ja? Aber wenn es in den nächsten 2 Wochen noch ist, wir haben hier eine tolle Veranstaltung. Ja? Mit Ralf Kolbe, wo er die Betriebsweise vorstellt. Ja? Und dann mache ich ja den Podcast, weiß nicht, ob du den schon mal gesehen oder gehört hast, mit dem Boris Bücherer zusammen. Und dann nehmen wir auch nochmal einen Ralf Kolbe so ein bisschen auseinander und werden ihn dann zu seiner Betriebsweise befragen und dann nochmal gezielt in die Themen reingehen. Der Ralf ist ja interessant, der hat ja jetzt, testet ja mein System jetzt gerade. Ah ja, okay. Der ist, dann können wir den auch gleich noch mit einbeziehen, gell? Wir sehen. Der, ja. Du wirst geschockt sein, was er sagt. Genau. Das ist am 24.11. Ja? In 2 Wochen in München. Ja? Wer da noch mitmachen will, ist eine super Sache. Und wir haben natürlich auch noch Vorträge, wenn man auf Bio umstellen will oder für Imker haben wir Austauschrunden, Netzwerk, aktuelle Themen, asiatische Hornisse, Melizitose-Honig. Jetzt baust ganz schön Druck auf, dass ich pünktlich rausliefert. Hallo, klar. Ja? Ah, okay. Ja, es ist ein anderen Bioformat. Sind nicht so viel da. Das ist eine gemeine Frage. Da muss ich dem Kollegen im Hintergrund recht geben. Ja. Da ja, muss er recht geben. Aber es ist ja halt so, dass die meisten bayerischen Imker, die sind eigentlich beim Biokreis. Ja, wir haben ja auch voll cool als Bayer. Ja, eben. Wir haben überhaupt als Imker aus Bayern hast du auch keine Konkurrenz. Konkurrenzlos, ja. Du bist konkurrenzlos. Du bist konkurrenzlos. Ja. Du bist einfach vom Auftreten her einfach immer beliebt. Ja. Beste Produkte, höchstes Tierwohl. So ist es. Ja, so schaut es aus. Ja. Wunderbar. Okay. Jetzt weiter. Dann sage ich Dankeschön, Jupp. Nichts zu danken. Und wir sehen uns im Livestream. Irgendwann. Ja. Machen wir was aus. Machen wir was aus. Und es ist eine gemütliche Runde. Mein Marketing stimmt auch. Ah ja, okay. Be live. Servus, bis zum nächsten Mal, gell? Der Chef hat hier was. Also erstmal, wir haben hier bei 2 Bienen. Und ich muss dich loben. Meine Community hat dich sehr gelobt über dein Holzkästchen. Okay, das freut mich. Ich habe was heute gesehen. Das war letztes Jahr schon sehr schön. Ja, ich muss das euch mal zeigen.
ich nehme es ganz vorsichtig. Letztes Jahr war dieses Kästchen, das ist für die Drohnen, ja, war ja schon schön. Aber hat es dir nicht gefallen oder so? Weil er hat jetzt ein Möbelstück draus gebaut. Es ist jetzt. Ah. Jetzt hör mir auf. Schaut mal her. Unterschiedliche Leisten. Also ich hätte gesagt, der Test ist eigentlich, da fehlt jetzt noch eine Beleuchtung drin. Ich mach mal zu hier. Eine Beleuchtung drin und dann ist das eine Vitrine, die kann er mal mit ins Wohnzimmer stellen. Das ist. Da kann ich die Urne von der Frau nicht haben. Ich hab was meinst du? Nee, aber nee, ernsthaft, das ist wirklich schön. Das hat ja schon gar nichts mehr mit Imkerzeug zu tun. Naja, schon. Das ist. Und jetzt kommen wir zu deinem Highlight. Im Frühjahr bist du mit dem Freischneider auf dem Bienenstand, ne? Ja? Bing! Was fliegt da weg? Jetzt nicht mehr. Ich finde es super. Das guck ist hier, guck hier. Guck. Es ist im Prinzip. Warte mal. Warte mal, warte mal. Ich mach mal hier. Ja, ist sehr stramm. Ja, aber. Warte mal. Ah, okay. Ihr seht gar nicht, was ich so hab, gell? Kann jetzt. Komm, du, ey. Wann stellst du das wieder ein? Was? Dass ich schauen kann. Wann stellst du das wieder ein? Irgendwann nächste Woche. Nächste Woche. Fangen wir an, ja. Also. Das ist jetzt recht lustig, weil es ist eigentlich so eine einfache Lösung, gell? Ja, also richtig. Das ist jetzt eine Fehlinformation. Die Regie hat gesagt, ich verliere die nicht, ich verteile sie gleichmäßig. Ja? Sehr gute Idee. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Ich mache das da hier hin wieder. Ich wollte mich bedanken noch für letztes Jahr für die Sachen. Nicht zu danken. Hast du dieses Jahr wieder was? Ja, ich habe dieses Jahr wieder was. Ich wollte jetzt nicht so aufdringlich sein. Aber wisst ihr ja. Echt? Ja. Also, wir haben für die Verlosung. Super. Danke, ich sag Dankeschön. Wir danken auch. Vielen Dank. Schöne Messe. Ich zieh weiter und wir sehen uns. Volker, jetzt können wir duellieren. Ich sag's euch, zugehen tut's euch schon wieder. Ja? Ja, das alle, vor alle, überall sind sie da. Kennst du den hier? Kennst du den hier? Kennst du den? Du musst quasi nichts anderes sublimieren. Guten Morgen. Richtig. Haben Sie was zu sagen? Wie war die Messe bis jetzt? Flüssig. Wie? Wir trinken hier doch kein Alkohol. Nein. Er hat nur ein Glühchen, da muss ich. Das muss ich schon wieder zwergern, oder was? Ja, ja, aber da bin ich ja jetzt da am Stand. Mal gleich mal vorne weg. Ja, ich habe zum Beispiel, du hast jetzt gerade gesagt, ein Glühchen. Ich habe ihn noch nicht gekostet. Wir haben jetzt aber Zeit. Das weiß ich noch nicht. Wir haben Juppie, ja auch noch nicht gekostet. Ich bin noch nicht weit gekommen. Wir sind noch nicht weit weggekommen. Wir waren also jetzt auf dem Weg dorthin. Da müssen wir da ein Glühchen noch gleich holen. Ja? Ich hab den ja, hier kommt schon der Chef, schau. Jetzt muss ich das Mikro in Chef übergeben. Ich gebe es an Chef. Und dann... Weil, also ein Glühchen habe ich noch nicht probiert, den Likör, der ist Bombe. Das weiß ich nicht. Ja? Das weiß ich echt. Was? Ich, nee. Ich weiß es nicht, ich habe ihn noch nicht probiert. Bislang noch nicht. Also da ich sage dir eins, der, Chef ich der Likör, er hat ja eine Prämierung erhalten, habe ich erfahren. Eine Goldprämierung. Den musst, also probier den mal. Du hast meinen Schnaps noch nicht probiert. Also wenn's. Er hat sogar einen dabei, gell? Du hast meinen Schnaps noch nicht probiert. Oh, lecker. Ja, mega. Ja, ich komme hast du ein Gläsler da? Mit? Nein. Ganz? Ja, Gläser. Ich muss aber zum Chef. Ja, das eskaliert. Jetzt eskaliert's. Also, ich bin da nicht verantwortlich. Sagst du? Ein kleines, gell? Stopp! Probier's. Tja, jetzt probieren wir mal. Oh, da ist es. Wie viel hat der Umdrehungen? So. Ich war gestern zweimal mehr essen, das war gut. So gut? Ja, Bums. Das ist gut. Das ist Bums. Was ist da drin alles? Das ist Honigmilch. Aber das ist gut. Das ist reiner Honigmilch. Da ist mein Schnaps drin und meine Birnen. Also meine Birnen sind drin, komplett destilliert und mein Honig.
Das, also ich muss da vorsichtig, das ist ein Wahnsinn, weil dann bin ich da vorne 10 Meter weit. Ich weiß, der ist sehr gut, der ist sehr gut. Aber also der Gin ist gut, aber mir ist der Likör überhaupt, der ist in meinen Augen, der trifft meinen Geschmack. 100%, also wirklich 100% mein Geschmack. Also und ich bin auf den Glühgin, den will ich probieren. Hat er den kalt oder hat er den warm? Muss fragen, also das ist, also. Ich kenne Glühgin von Innsbruck. Ja. Der warm gemacht und das ist schon. Also ich weiß, wenn der Glühgin besser sein soll wie der Likör, das wäre, weil der Likör ist für meinen Geschmack, der trifft mir 100%. Ich muss jetzt.